Servus und grüß Gott. Luttenberger Klug haben ihrem Namen alle Ehre gemacht und eine kluge Entscheidung getroffen. Als Regisseur für ein neues Video holten sie sich einen Oscar-Preisträger. Wir waren bei den Dreharbeiten dabei. Am liebsten denke ich einfach nur an mich. So klingt der neue Song von Luttenberger Klug. Und so sieht er aus. Beim Videodreh führte niemand geringerer Regie als der Oscar-Preisträger Stefan Rusowitzki. Berühmt für seine Bildsprache, berüchtigt für seine Interviews. Er ist einfach kein großer Redner. Kein Problem für die Sängerinnen. Wir gehen direkt auf ihn zu und sprechen ihn an. Er ist halt sehr in seine Arbeit vertieft und ich glaube, das muss man an ihm schätzen, dass er da so professionell ist und wirklich mit dem Kopf ganz bei der Arbeit und er hat da seine Visionen. Aber jedes Mal, wenn wir kommen, ist er lieb und nett. Genau, er weiß genau, was er will. Also das sieht man auch, aber nachdem wir ja nicht auf den Mund gefallen sind, wir gehen ja gleich zu und irgendwie. Die Michelle hat ihm gleich ein steirisches Kernerl mitgebracht. Ja, genau. Als Geschenk. Darum lief der Dreh auch wie geschmiert. Oder lag es eher daran, dass Stefan Rusowitzki lieber klotzt als kleckert? Ein Hauch von Hollywood lag über den Dreharbeiten, ungewohnt für österreichische Künstler. Es geht wirklich sehr professionell zu und es sind irgendwie 35 Leute im Team und jeder ist für irgendwas zuständig und es ist wirklich sehr, sehr professionell. Und natürlich ist es auch für die Leute total interessant, uns wahrscheinlich zusammen oder zu sehen, was das Ergebnis ist, wenn Luttenberger Klug und Stefan Rusowitzki zusammenarbeiten. Die drei sind ein gutes Team und auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht Oscar-verdächtig ist, zu einem Amadeus sollte es allemal reichen.